Schüsse! Der Kinderchor, die Sternschnuppen, heute hier. Feuer, Anna, hast du Feuer dann nachher, ne? Hast du? Hast du? Ja, nachher, ne? Ja, ja. Ja, kurzer Wandel. Ist ja irgendwie ein neues, ne? Ist ja da, ne? Ja. Ein Song mit Captain. Ein bisschen Eierlikör schlürfen hier zusammen, ne? Ja. Krieg mal hin, ne? Und ich soll das Ding hier machen, weil läuft hier gerade viel Scheiße ab da, ne? Ukraine und so, ne? Und solche Songs, die ich vor 40 Jahren geschrieben habe, sind natürlich auch heute noch ganz wichtig. Und deswegen sollte Udo jetzt das Ding hier mal übernehmen, ne? Für zwei Songs bin ich da. Habt ihr ein bisschen Bock auf Panik? Ja, ein bisschen, ne? Ja. Okay, geht's, ne? Alles klar bei euch, ja? Okay, dann mal los, ne? Wozu sind Kriege da? Thank you.
ne? Das hat er richtig toll hingekriegt. Wir hatten nicht eine Probe seit Dezember, aber ich denke mal, das war richtig gut. Und da stellt euch mal mit 8, 9, wie alt seid ihr? 9. Ja, 8, 9, du bist schon 11. Ja, ich bin 11. 11, aber fast schon erwachsen, ne? Der junge Mann hier. Ne? Du bist? 12. Jo, einen fetten Applaus für die Sternschnuppen aus Ingelösselsee. Yeah. Danke. Danke euch. Kommt gut von der Bühne wieder runter und heile, ja? Der Applaus, der gilt für euch, ja? Das ist für euch. Wozu sind Kriege da? Yeah. Ja, da sollten die Verantwortlichen immer mal wieder drüber nachdenken, aber das machen die natürlich nicht. Aber wir geben nicht nach, sowas ins Land zu schicken, um die Welt zu schicken. Das muss weitergehen. Wir dürfen nicht aufhören und nicht. Vor allen Dingen auch in diesen rohen und rauen Zeiten. Ich mache heute nicht ganz viel an Ansagen, die Zeit ist zu knapp. Aber lasst uns bitte zusammenhalten in diesen beschissenen Zeiten. Ist das gerade wichtig, nicht kaputt machen lassen jetzt von dieser Aggressivität, die auch in der Gesellschaft so ein bisschen zu brodeln anfängt. Lasst uns hier Party machen. Es ist viel schöner, zusammenzuhalten und was zusammen zu erleben, als immer wieder nur Stress anzufangen und Streit. Das hilft keinem und den Kindern schon gar nicht. Okay, die nächste Nummer.